You're lucky I don't gouge your fucking eyes out with my thumbs. You hear me, asshole? Oh, is he böse auf uns? David packed this. He did. They said... Start walking. What about Eleanor? Fuck! Eat shit. Answer my fucking question. God damn it, Javi! Let go of me! Stop! You're gonna get us killed. Ooh! Ooh, da hat deine Faust! Do not fuck this up. Ganz ehrlich, ich finde, there's wir haben a settlement a few miles west of here. Don't come back. Ihr könnt doch nicht einfach Eleanor mitnehmen, das Kind mitnehmen, alle mit dem sagen, so, tschüss, ne? Wir behalten sie. Was zum Teufel? Oh, klasse. Seems your moment alone with David screwed us over pretty good. Oh, scheiße. We trusted you. What the hell, man? Look, we're not dead. That's something, okay? Oh, what? Not yet, anyway. Let's just see what they gave us. Knowing them, it's probably a butter knife and a stick of gum. They could have just shot us. More than once. Oh, how fucking neighborly. Okay, bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Walking Dead. Episode 3. Letzte Folge ist jetzt nicht so gut für uns gelaufen. Ich habe nicht auf meinen Bruder gehört. Nein, ich habe ja den Leuten gesagt, was damals wirklich passiert ist, dass wir unsere Nichte verloren haben, weil einer von denen auf uns geschossen hat. Und wir brauchten das Benzin. Ich weiß nicht mehr, was genau da passiert ist. Das ist das Problem. Das sind 3 Monate her. 3 Monate nach der letzten Episode. Das ist viel zu lange für so ein Spiel. Das habe ich gar nicht mehr präsent. Das ist kacke, ehrlich gesagt. Aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich glaube einfach nicht meinem Bruder. Ja, er hilft uns auch irgendwie und er will uns rausholen und weiß Gott was. Aber irgendwie glaube ich, dass er mit den Typen unter einer Decke steckt, die uns angegriffen haben. Irgendwie habe ich das Gefühl. Die Blicke in der letzten Folge, das müsste man darauf achten. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war der Befehl von David. Irgendwie auf Lager raufschießen oder andere Menschen als Geisel zu nehmen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Nur, dass jetzt das erste Mal natürlich die Tochter darunter war. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Das ist jetzt einfach meine Idee. Ich hoffe, wir werden bald Clementine finden. Vielleicht kann sie uns ja irgendwas über dieses Lager sagen. Aber erstmal öffnen wir mal die Sporttasche. Was haben wir denn hier Schönes? What's that? Das ist eine Karte. It looks like a map. I doubt they give one to everyone. Ava did say David packed the bag. Why the hell is it tied to a baseball bat? Damit's keiner entdeckt. David's sense of humor was always poorly timed. Okay. Ja, vielleicht solltest du die Karte nicht öffnen, wenn wir gerade vorm Lager stehen. Aber gut, ist es nur eine Idee? So, das ist wahrscheinlich das Ziel und hier befinden wir uns. Kann das eventuell sein? Gucken wir mal. Okay. There's Richmond. Also. That helps. Ja, doch genau. But we can't go back there. Well, knowing where it is lets us know where we are. Ja, so ist es. Haben wir hier sonst noch irgendwas in den Ecken? Nope. Aber hier haben wir noch was. Looks like they're expanding. Some of these areas are marked clear. Ach, das bedeutet wahrscheinlich okay, sauber und hier anscheinend nicht. Pretty sure David wants us to go there. And if this is us here, then I think we can head along this path. Oh Gott, wenn das mal nicht head north. Ich weiß es nicht. And to find north, we need to find the North Star. Okay, Jesus. Wie sollen das jetzt machen? Ach du Scheiße, da kenne ich mich absolut nicht aus. Okay. Ja, gut, ne? Das ist bestimmt... There. The end of the Little Dipper. No, that's the Big Dipper. Ach, das ist hier. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht, aber... Ja, ist der Wagen. Natürlich, warte mal. Ist das ein Wagen? Der sieht aus wie eine... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht wie ein Wagen. Hier, wo soll hier der Wagen sein? Doch, das ist auch ein Wagen. Is that it? I remember something about it facing toward the Little Dipper. Okay.
Ich schon wieder was gelernt fürs Leben, wa? Und wenn es jetzt stimmt, okay, weiß ich Bescheid. That's it. Ne, die gute alte Mitte. We need to go this way. What else is in there? Not a whole lot. Flashlight. Not enough weapons. No food. Let's go. Ha, irgendwie... Trip, come on. What's up? I can't lose anyone else. I'm telling you, I can't. Prescott, Conrad, maybe Eleanor. It's too much. Man darf nicht aufgeben. You won't lose anyone else. I won't let that happen. I'm gonna hold you to that, Javi. Sorry, man. Rough day, to say the least. I know you got my back, and I got yours. Of course. Ihn mag ich. Ihn mag ich wirklich. Mir geht das alles hier zu schnell in Episoden. Irgendwie ist es jetzt... Ich habe das Gefühl, ich habe noch nichts wirklich in diesem Spiel gemacht, außer irgendwie zu klicken. Ja, okay, ich möchte jetzt, dass das Spiel in diese Richtung geht, aber so wie bei The Walking Dead Episode 1 oder Season 1, wo du auch wirklich rumgehen, laufen kannst, Sachen finden sollst, war bis jetzt noch gar nichts hier. Und wir spielen ja schon 40 Minuten. I gotta tell you, man. I thought... You and Kate were, you know. Warum glaubt das denn jemand? Ich habe das noch nie so gespielt. I wouldn't have guessed she was married to not you. I ain't judging, mind you. I'm just curious. What's the story? Okay, jetzt kann ich eine erfinden. Ain't my business, I know. But what have we got to lose out here? Das versuche ich auch herauszufinden. Honestly, das, ganz ehrlich. I'm sorry. I just don't know you that well. Nein! Was? All right. Was zum Teufel? I understand. Was? Nee, da... It's always a mess, ain't it? What's that? Who you love, who loves you. Da stand doch gar nicht da drin. If they're one and the same or otherwise. You know what I mean? Just oh, man, when you think gar you got nicht everything damit figured out. Oh, man. Boom. Heart goes ass over tea kettle. I don't know. I think it's as complicated as you let it be. Difference between you and me, brother. Eleanor and I, we were something at some point, but nothing now. I respect her wishes. Oh nein. I really do. Ein gebrochenes Herz. I just wish my heart respected mine. Oh Gott, ich mag ihn. Jesus got his eye on something. Javier, was für eine Kacke war das jetzt bitte von dir? Ich wollte mit dieser Antwort das überhaupt nicht bestecken. Listen. Oh. Oh, ist eine Herde? Tell me that isn't what I think it is. About a quarter mile out. Heading the same way we are. Well, we could hit walkers any second. We better scoot. Oh mein Gott. Ich werde mich jetzt, glaube ich, gleich erschrecken. Oh, doch nicht. Alles gut. Okay. Look alive, people. I got him. Alles klar. Okay. Das kann ich auch. Ich möchte auch. Alles klar. Jawohl. Und nochmal drauf, oder? Möchte jemand Gehirn? Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie nochmal zielen. Oh. Batter up, fuckface. Ei. Come on, man, Prinz. Move your ass. You want a piece of this? Oh, jetzt passiert bestimmt irgendwas. Bestimmt passiert jetzt irgendwas. Oh. Ui. Kollege. Oh. Wo ist das? Achso. Klemmbeteilen, oder? Hört sich nach einem Mädchen an. Yeah!
You should be more careful with this. Aww. We're even now. Natürlich ist sie jetzt da. I thought you were getting out of here. I was. The walkers are everywhere. I had to cover myself in walker guts to get away. Come on. We're heading to a factory nearby. Should be safe. I thought you were going to Richmond. New Frontier kick you out? Doesn't surprise me. Not one bit. Sie haben Kate und Gabe, genau. Not all of us. Kate and Gabe are still there. With David. David? That asshole's still around? Oh. This is gonna sound really weird, but he's my brother. What? Wait, this place we're going? David sent you there? It's supposed to be safe. Clem. Okay, Clem weiß immer. You can't trust him, Javi. I learned that the hard way. Okay, was passiert? I never wanted to need people again. But I had nowhere else to go. The New Frontier gave me this and made me one of them. They promised they'd help him. Oh Gott. That turned out to be a lie. Sprechen wir über das Kind? Okay. Okay. Aber jetzt bin ich gespannt, was sie über David erzählt. Das will ich jetzt wissen. Von AJ redet er jetzt bestimmt. Sie. Ja. Oh, nein, nein. I'll get you the medicine you need, AJ. I don't care what they say. Ah, okay, da kennt man uns schon. Und wir dürfen anscheinend nicht die Medizin haben. Oh Gott, da schläft jemand. Ich glaube, wir haben schon mal für ihn gesummt. Deswegen habe ich das jetzt genommen. Ich meine nämlich so erinnern, dass wir schon mal für ihn gesummt haben. Oh Gott, runter, 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 runter. Dann kommen wir, alles klar. Merke ich mir. Keine Ahnung, ist es das? Da, da. Oh Gott, das haben wir bestimmt entdeckt. It would have to be a shot. Oh Mann, die Spritze ist weg. Fuck, 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 fuck. Was passiert jetzt hier? Shit. Da, er wird schreien. Hang in there, Goofball. This is gonna get you better. Okay. Aber ich liebe Clementine. Oh, oh, der wacht auf, der wacht auf! Clem. Dr. Lingard? What's the matter with you? I'm fine. Clem, please don't. The vancomycin. That's the last of it. It'll be wasted on AJ. What? I told you. It could save someone's life if used right. It's too valuable to throw away. You don't know that for sure. Sadly, I do. It's my curse. Your curse? Knowing when someone's gonna die. Oh God, you. I'm sorry, Clem. I tried everything. I really did. This will help him get better. Nothing can help your boy now. Clem, put the drugs back before anyone finds out you took them. You know what they do to thieves here. There's still time. Ich probiere es irgendwas. I have to try. Nein, 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 nein. What the hell was that? Come on, Goofball. I need you to be brave for me now, okay?
See? It's not so bad. Oh nein, er wird schreien. Er wird doch schreien. Oh yeah. Hey, Jay. Shh. What the hell is this? I told her it was a bad idea. Ah, das war klar. You fucking high again? Pull yourself together before the others see you. Deal with the damn kid. What the fuck were you thinking? You were told those drugs couldn't help him. How could you be so stupid? So selfish? You stopped trying to help. I couldn't just sit here and watch AJ die. We stopped because he was a lost cause. That waste, that'll cost someone's life down the road. Someone in this camp. Someone who contributes to our survival. Come on, David. She was just trying to help her kid. We helped enough! We should have left him out in the woods a week ago! But look, it's helping! It doesn't work that way, Clem. You bought him a peaceful moment. Nothing more. I wish I could tell you it would save him. But that's the reality. That's more than you did, any of you. That's not fair. You ungrateful little shit! Oh. We opened our arms to you, made you one of us. This is how you repay us? By stealing? By putting yourself before the group? You're done here. You broke our rules, Clem. Violated our trust. There's no place for you in the new frontier. You've made that pretty damn obvious. This was about his survival. So don't you dare judge me. It's always about survival. We have a better chance of it with you gone. Maybe we should give her another chance. Don't fight me on this, Paul. You know what Joan would say if she were here. I'm sorry, Clem. You brought this on yourself. Okay, sie mögen anscheinend irgendwas. We don't need this place anyway. Die haben irgendwas gegen Diebe. He stays. Was? Can't take him with you. That ship has sailed. Was? I'm not leaving without him. AJ can't travel. All we can do now is make him comfortable. I'm not leaving without him. Let him go, Clem. Was? He'll only drag you down out there. It's what's best for both of you. Die hat doch gar keine Ahnung, was ich... No! Oh mein Gott! You monsters! What about this? What was it all for? Don't forget, I'm one of you. Not anymore. Oh Gott, ich habe einfach nur noch einen offenen... Ich weiß, ich kann... Let her say goodbye. We owe her that much, at least. Fine. You heard her. Wir können doch nicht einfach weg. Say what you need to say, then you go. Nein, ich verabschiede mich. Ich buche David. Nein, ich verabschiede mich von AJ. Ganz ehrlich, das macht man doch jetzt. David ist mir jetzt sowas von scheißegal, ehrlich gesagt. Ich verabschiede mich. Oh, ich hab dich lieb. I love you, Goofball. I love you. Come on, Clem. Clem! Oh my god! Oh my god, das kann er doch nicht... Ey, was soll das denn? Wir verlieren jetzt jeden aus der anderen Staffel. Jeden, oder was? Kenny, jetzt... Oh Mann, ey, das gefällt mir gar nicht. I thought AJ would be the one. Finally. The one what? The one who didn't die. Boah, ey, meine Worte. Weil es ist wirklich tot. He was the only family I had left. Oh God, This is what David circled on the map. Our smelly friends are back. Irgendwie, das läuft doch viel zu schnell. Lass mir doch... Ich muss doch darüber nachdenken. Oh Gott, ey. Okay.
Ja, im wahren Leben können wir auch nicht drüber nachdenken, wa? Oh Gott, bitte stirb keiner. Keiner soll sterben. Na, los, Jungs, streng mich an! Na, Oh. If too many of them push against this, it might give. Gotta find a way in. Alles klar. Das, meine lieben Freunde, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss jetzt erstmal auf die eine Folge jetzt übrigens mal klarkommen. Ich habe eine Träne verdrückt, weil das ist, AJ, ich meine, das ist das, was wir, das ist, mir fehlen die Worte, das ist schon das, ich meine, Kenny. Das von Kenny fand ich schon mega scheiße. Der war auf einmal tot. Wie schnell kannst du... Ihr könnt doch Kenny nicht so schnell sterben lassen. Was zum Teufel, ey. Was wir alles mit dem schon erlebt haben. Wir dachten, der wäre tot. Dann ist er wiedergekommen. Jetzt auf einmal stirbt er auf einmal. Nee, das fand ich schon echt wirklich blöd gemacht. Da hätten sie sich mal wirklich mehr Zeit lassen können. Er war ja eine Sequenz. Zack, war der tot. Was soll denn das? Und jetzt mit AJ. Klar, kann sein, dass er noch lebt. Aber irgendwie... Irgendwie sah das jetzt so aus, als wäre er schon tot. Und ja, wir haben gar keinen mehr. Doch, wir haben noch Krista. Wir wissen ja nicht, wo Krista ist. Die haben wir noch. Und sonst, wenn ich darüber nachdenke, keinen. Keinen mehr, der geblieben ist. Ja, ich kann verstehen, dass man das hart rüberbringen möchte. Ich verstehe es wirklich, aber man braucht auch so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und dem wird, ich finde, der wird einem jetzt unglaublich hart weggenommen. Gut. Genug emotionaler Schiss, wollte ich jetzt schon sagen. Emotionale Rede. Hat mich jetzt gerade echt ein bisschen genommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüsschen.